Auf der Schiene ist die Deutsche Bahn schon lange nicht mehr das Monopol im Personenbeförderungswesen. Wir machen ihr heute Konkurrenz mit dem Flixtrain. Ihr Zug ist gerade in Münster eingefahren. Da das Rollmaterial von Flixtrain mal wieder wegen Reparaturarbeiten ausgefallen ist, besteht der Zug heute aus angemieteten Euro-Expresswagen. Abfahrt ist um 12.49 Uhr. Information: Die LZB-Diesel-Lokomotive ist gestört. Bitte LZB-Störschalter einlegen und die Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde beachten. Ja, und damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Münster-Bremen. Wir sind heute unterwegs mit der Taurus-Baureihe ES64U2, auch bekannt als Baureihe 182. Und ja, dürfen heute mit den wunderschönen Euro-Expresswagen als Flixtrain über diese schöne Strecke brausen. Ich würde mal sagen, wir setzen uns direkt in den Führerstand hinein und rüsten die schöne Lokomotive auf. Dazu schalten wir die Batterie ein am Batteriesteuerschalter. Die geht kurz hier in Startposition. Dann stellen wir den Stromaufnehmer schon mal ein. Wir brauchen heute Stromaufnehmer Nummer 2. Bremsart R stimmt ebenfalls. Das ist die Hochabbremsstellung. Dann schnellt auch schon die Spannungsanzeige in die Höhe. Die Lok-Federspeicherbremse kann gelöst werden. Türsteuerung geht auf DB und Frontlicht möchte man natürlich weiß haben. Sieht schon mal wunderbar aus. Dann können wir den Fahrtrichtungswender in die Stellung M bewegen. Ja, die Lokomotive fährt ihre Bordcomputer nach oben. Das dauert jetzt eh noch einen Moment. Derweilen können wir mal ganz kurz nach draußen springen. Da sehen wir schon, die Frontlichter sind schon eingeschaltet. Und ja, wir stehen hier in Münster, Westfalen Hauptbahnhof, mit dem wunderschönen Euro-Express-Zug hinten dran. Die Wagen selbst sind für 160 km pro Stunde zugelassen und da wir ja heute ohne LZB unterwegs sind, könnten wir sowieso nicht schneller fahren. Hier nebenan noch eine Triebwagengarnitur der Reihe 628 bzw. 928 und so, im Führerstand sind jetzt alle Systeme hochgefahren. Wir schalten hier drin mal noch schnell das System auf Deutsche Bahn um, damit die Lokomotive weiß, dass wir 15 kV aus der Oberleitung haben wollen und dass wir mit den entsprechenden Zugsicherungssystemen unterwegs sind. Wir müssen ebenfalls noch die AFB aktivieren. Die sogenannte automatische Fahr- und Bremsschaltung. Verlegen den Fahrtrichtungswender in die Stellung V. Und die Türen auf der linken Seite werden geöffnet. Ja, die Fahrgäste können jetzt zusteigen und wir müssen uns dann auch schon relativ schnell wieder aus Münster müssen wir ausfahren. Signal ist noch auf Rot und ihr seht schon, heute wird es echt neblig. Also die Sicht ist auf jeden Fall eingeschränkt und die Tatsache, dass wir keine LZB zur Verfügung haben, macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Aber wir werden das schon irgendwie schaukeln. Ich setze da viel Vertrauen in uns. So, den Stromnehmer heben wir natürlich auch noch. Ohne den geht's nicht. Und der Hauptschalter fliegt natürlich auch noch hinterher, sobald hier das kleine Viereck, ja, blau wird. Wunderbar. Das Smiley-Tafel ist blau. Hauptschalter eingeschaltet. Und das Signal springt auch schon, ja, in Fahrtstellung. Bremsen lassen sich auch lösen, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir die Türchen zu. Fahrgäste sind hoffentlich alle drin. Und dann heißt es für uns Bremse lösen, AFB auf 60 einstellen, denn mit der Geschwindigkeit dürfen wir aus dem Hauptbahnhof ausfahren. Und los geht's. Zugkraft erhöhen und den Zug auf Geschwindigkeit bringen. So, hier nebenan steht direkt noch ein anderer Zug. Sieht mir aus wie ein Flirt. Ja, von der Eurobahn. Keolis Deutschland. Ja, SIFA. Oh ja, und die Zugsammelschiene sollten wir mal auch einschalten. So, wir können uns befreien.
da geht's mit 60 aus dem Hauptbahnhof raus. Ja, Flixtrain ist ein Unternehmen, was der Deutschen Bahn, wie zu Anfangs schon angemerkt, auf einigen Strecken Konkurrenz macht. Und zwar locken sie mit ihren niedrigen Preisen. Und ja, wir haben die LZB, glaube ich, nicht deaktiviert. Einen Moment. Das war jetzt mein Fehler. So, die raus und so. Sollte man Vorfahrtantritt machen? Ist auch in echt nur Vorfahrtantritt möglich. So. 160 darf gleich gefahren werden. Hintergrund an der Stelle, dass die LZB der Lokomotive gestört ist. Und wir uns entsprechend nicht auf die Anzeigen verlassen können. So, dann Geschwindigkeit hochstellen auf 160. Und dann Zugkraft erhöhen. Lokomotive beschleunigt jetzt schön. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Flixtrain macht der Deutschen Bahn auf einigen Strecken in Deutschland Konkurrenz. So unter anderem auf der Verbindung Stuttgart-Berlin. Es gibt Züge, die in Köln starten, Richtung Hamburg. Also man kann so sagen, die, ich sag mal, größten Städte in Deutschland werden durch Flixtrain irgendwo angebunden. Frankfurt ist auch noch dabei, Fulda gehört mit dazu. Osnabrück, selbst hier auf der Strecke jetzt, Münster, dann Essen, Hamburg hatte ich glaube schon genannt. Also ja, ziemlich viele große Städte. Zugpferd, unter anderem die Baureihe 182, auch bekannt als ES64O2. Und ja, Lokomotive ist natürlich in so einem schönen Grün lackiert. Und die normalen Wagen eigentlich auch. So, hier nochmal die Außenansicht. Gucken wir uns die Lokomotive nochmal ein bisschen an. Also ich finde die Farbe einfach krass. Dieses, naja, Laub- bzw. Neongrün, das passt richtig zur 182. Sieht echt geil aus. Die Lokomotive selbst darf in Deutschland und Österreich fahren, laut der Seitenanschrift. Und die Eurowagen hinten dran sind vom entsprechenden Unternehmen gemietet. Normalerweise besitzt Flixtrain auch eigene Wagen. Oh, die Sicht, ja, die geht fast gegen Null. Das ist wirklich schon hardcore. Da kann man auch ruhig mal mit der Beleuchtung in die höchste Stufe gehen. Die entgegenkommenden Züge werden da sicherlich auch nicht geblendet. Der Nebel ist so dicht, dass das sollte alles ablocken. Hier, das ist unglaublich. Ja, Schnee, Eis und Kälte. All diese Faktoren werden uns heute die Fahrt noch ein bisschen, ja, ich sag mal, versüßen. Sprich, die Bremswege werden länger. Die Passagiere frieren wahrscheinlich hinten auch in den Wagen, wenn wir die Zugseilmaschinen nicht eingeschaltet hätten. Das ist mit anderen Worten einfach nur wie eine Art Stromkabel, ist jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, was von Zuganfang bis zum Zugende durchgeht und wo sämtliche elektrische Verbraucher in den Wagen angeschlossen sind, wie unter anderem das Licht, die Heizung, im Sommer vielleicht auch eine Klimaanlage. Gut, würde jetzt bei den Flixtrain-Wagen glaube ich nicht so sein, aber die Steckdosen, alles wo ihr dort in den Wagen Strom braucht, das geht meistens über die Zugsammelschiene. Und ja, wenn wir die nicht einschalten, dann wird es gerade jetzt im Winter bei den Passagieren hinten drin ziemlich kalt. Und ja, das möchten wir denen natürlich nicht antun. Die sollen das schönste Fahrterlebnis genießen, was sie genießen können. Gerade als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen muss man da sehr, sehr viel Wert drauf legen. Weil sonst sagen sich irgendwann die Kunden, nee, ich fahre lieber mit einem anderen Zug. Und ja, gerade Flixtrain ist ja auf, ich sag mal, also jetzt nicht auf den täglichen Reisenden angewiesen, oder was heißt angewiesen, schon angewiesen, aber die orientieren sich halt mehr so auf, ich sag mal, Sonntagsfahrer.
Ganz salopp. Also Gelegenheitsfahrer trifft es, glaube ich, besser. Ja, zum Szenario. Wir fahren den Flixtrain auf der Strecke Münster-Bremen. Die Strecke gibt es entsprechend bei Aerosoft. Hier mal ganz kurz die Passagiere am Bahnsteig vorwarnen, dass wir dann kommen. Die Lokomotive gibt es bei RWA, beziehungsweise ist der RWA Taurus Advanced, erhältlich bei Just Trains. Ja. Das Wagenmaterial müsste von 3D-Zug sein, wenn ich die Eurowagen sehe. Die werden sogar, glaube ich, kostenlos angeboten. Möchte ich mich jetzt aber auch nicht drauf versteifen, aber ich dachte, die sind von 3D-Zug. Ja, auf jeden Fall, wenn ich in die Wagen reingucke und mir so die Personen anschaue, das ist typisch 3D-Zug. Und mit typisch 3D-Zug meine ich gute Qualität. Apropos gute Qualität der Wagen, wir können uns natürlich auch hinten mal in eines der Abteile reinsetzen und einfach mal den oder die Fahrt genießen. Ein bisschen zu den Fenstern rausschauen. Auch hier in den Wagen, oben die Gepäckablagen. Alles schön drinne. Sitze. Alles schön bepolstert. Und natürlich auch der Gang. Ganz typisch. Jetzt müssten nur noch die Fensterscheiben runtergehen. Das wäre dann noch der Birner. So, grüne Lämpchen am Signal. Das heißt, freie Fahrt. Ja, die Fahrt führt uns heute bis nach Osnabrück Hauptbahnhof. Und, oder besser gesagt, in den oberen Teil des Osnabrücker Hauptbahnhofs. Circa die Hälfte der Strecke ist schon bald zurückgelegt. Also könnt ihr euch ungefähr an der Uhrzeit orientieren. Die Hälfte haben wir noch vor uns. Ich freue mich auf jeden Fall auf die auf den weiteren Fahrtverlauf. Denn ich finde es immer gerade spannend, wenn man hier mit so starkem Nebel auf Deutschlands Strecken unterwegs ist. Man weiß nie, was kommt jetzt als nächstes für ein Signal. Es taucht alles viel plötzlicher auf. Auch kann man die Personen an den Bahnsteigen vorwarnen. Denn die sehen den herannahenden Zug meistens nicht. Oder wenn, dann meistens zu spät. Und damit die entsprechend Abstand von der Bahnsteigkante nehmen, kann man da ruhig mal das Makrofon oder die Hupe betätigen. Fehlt jetzt nur noch, dass hier irgendwie Schneefall mit dazukommt. Ich glaube, dann hätten wir so die schlimmste Schlechtwetter-Situation abgedeckt, die es so im Simulator geben kann. Das ist ja auch ganz witzig bei den Ausbildungssimulatoren von der Deutschen Bahn, wenn man da manchmal sieht, wie schnell das Wetter wechselt auf diesen Simulationsfahrten. Das ist natürlich, ich sag mal, nicht vorbildgerecht, aber für so eine Simulatorfahrt, für so eine Tauglichkeitsprüfung ist es natürlich wichtig, dass eben der Lokführer entsprechend schnell reagiert. Da kommen dann so Situationen zusammen, wie es fängt plötzlich an mit Regnen und genau in diesem Moment taucht vor der Nase ein halt ankündigendes Signal auf. Und du musst dann entsprechend ziemlich stark sanden, auch natürlich stärker in die Eisen gehen, sprich stärker bremsen. Und da wirst du wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Die Reaktionsgeschwindigkeit muss auch stimmen und so weiter und so fort. Also ich glaube, auch vor so einer Prüfung haben die Triebfahrzeugführer, egal jetzt von welchem Unternehmen, immer so ein bisschen Respekt, denke ich mal. Weil schließlich entscheidet dieser Test auch darüber, ob... Wow. Ja, ob und wiefern man Züge fahren darf. Beziehungsweise das Ganze halt weiterhin durchführt. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen schneller reagieren. Da kommen unter die 85, wunderbar. Oh, das ist Horror, wenn du nicht siehst, wo du richtig hinfährst.
gut, es war jetzt echt ein bisschen stark abgebremst. Aber lieber ein bisschen zu stark als zu wenig. Genau hier ist auch der Nebel wieder mit am dichtesten. Ne? Ich wette, das Signal ist schon wieder auf grün. Keine Angst, ich beschleunige jetzt nicht hier wie ein Verrückter. Ich will nur leicht die Leistung erhöhen. So, mal gucken, was der 500 Hertz Gleismagnet gleich sagt. Ja, der sagt 500 Hertz aktiv. Ja, wunderbar. Signal ist auf grün. Na, Geschwindigkeit leicht bitte erhöhen. Wir können 25 fahren. Ja, das ist auch... Wow. Achso, okay. 500 Hertz ist ausgegangen. Ja, das ist eben auch so eine schöne Sache am Taurus hier. Der blockiert irgendwo selbst mit der Leistung, habe ich gemerkt. Wenn zum Beispiel 500 Hertz aktiv ist oder... Das Wechselblinken der PZB noch durchläuft. So, hier Güterzug. Railpool vorne dran gewesen. Baureihe 185. Und für uns heißt es jetzt wieder beschleunigen. Aber hier nehmen wir auch ein bisschen gemäßigter das Tempo auf. Ich gehe stark davon aus, dass das nächste Signal dann wieder, ja, sowas wie Halt erwarten anzeigen wird. Genau. Ich sollte mir, glaube ich, so eine Glaskugel kaufen und dann damit vielleicht ein bisschen Geld verdienen, so als Wahrsager. Gilt aber nur für Signale. Alles andere ist ein bisschen schwieriger vorherzusagen. So, was kommt denn da? Drei weiße Lämpchen. Spitzenlicht sieht man bis hierher. Sieht nach Rangierlok aus, sage ich. Oder? Nee, Intercity. Intercity und hinten dran Lokomotive der Baureihe 101. Hoho. Ein Funkenflug. Beziehungsweise ein Bügelfeuer. Der Superlative. Bei uns ist es gar nicht so krass. Die Oberleitung scheint bei uns nicht so stark vereist zu sein wie im Gegengleis. Da haben wir wahrscheinlich wirklich Glück. So, dann legen wir mal den Zugkraftsteller auf volle Pulle. Wenn man ganz grob rundet, hat man gerade nahezu 300 kN. Das ist das Maximale, was die Lokomotive an Zugkraft zur Verfügung stellen kann. Also circa pro Fahrmotor 75 kN. Ach. Und halt erwarten. Ja, die E-Bremse hier an der Stelle entkoppelt. Hintergrund ist der... Ja. Fahrdienstleitung. Aber bitte darauf ein, dass du in Längerich kurz halten musst, um einen Gegenzug durchzulassen. Jo, alles klar. Ciao. Jo, tschüss. Okay. Baustelle bei Längerich. Auf eventuellen Halt einstellen. Ja, ich bremse wirklich stark runter heute. Gerade da wir auch in der Zugart O unterwegs sind. So, nicht so viel. VMAX 40 beachten. Da regelt die Lokomotive scheinbar nicht automatisch zurück. Oder macht's es? Nee, macht sie nicht. Da müssen wir selber aufpassen. Schön. Zack. E-Bremse wieder eingekoppelt.
Ja, ich glaube, ich war dabei stehen geblieben, auf die E-Bremse einzugehen. Ich bremse relativ gerne mit der E-Bremse runter, weil einerseits verschleißfreies Bremsen eine schnell lösende Bremse und ja, es lässt sich sehr, sehr gut dosieren. Bei haltzeigenden Signalen auch immer im Hinterkopf behalten, die Druckluftbremse mit anziehen, weil nur mit E-Bremse auf haltzeigende Signale zu bremsen, ist in Deutschland nicht erlaubt. Aber andere Abbremsungen, wenn es sich um eine Geschwindigkeitsabsenkung hält, handelt so rum. Mensch, was ist denn heute nur los? Ja, also wenn es sich um eine Geschwindigkeitsabsenkung handelt, dann kann auch nur mit der E-Bremse gebremst werden. Aber bei haltzeigenden Signalen eben nicht. 130, okay. Ich muss auch sagen, die Strecke Münster-Bremen macht in diesem Nebelzustand, oder erschafft in diesem Nebelzustand eine ganz neue Identität. Weil man konzentriert sich einfach viel mehr auf die, Anzeigen bzw. Signale und den Streckenverlauf selbst. Weniger um das Drumherum. Ach, schon wieder. Mensch, Mensch, Mensch. Es macht gerade Spaß beim Eisenbahnfahren. Genau, da kommt der Bahnsteig auf der linken Seite. Wir fahren so langsam ein, da brauchen wir auch keine Vorwarnungen geben. Falls das Signal auf falsch steht, bitte Freigabe mittels Tab-Taste anfordern, sofern der GC 58645 passiert ist. Ja, und da wären wir im Bahnhof von Lengerich in Westfalen. Da drüben zischt er durch, der Güterzug. Wenn wir jetzt schon ein bisschen runterbremsen, dann müssen wir wahrscheinlich gar nicht anhalten. Schön langsam drauf zurollen und wenn der Güterzug dann aus dem Block raus ist, dann hoffe ich mal, dass das Signal grün wird. Es möchte aber nicht, also müssen wir anhalten. Einen Moment Geduld noch. Und wenn sich tatsächlich nichts verändern sollte, dann rufen wir bei der Fahrdienstleitung an und fordern die Signalfreigabe an. Jupp. Das scheint so zu sein. So, das war gesagt, der, ich glaube, GC, ne? Ja, ist durch. Tüdelü. Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Alles klärchen. Bingo. Zugkraft aufbauen. Und dann geht's per PZB Befehl 40 am Signal vorbei. Am gestörten Lichthauptsignal. Zugbeeinflussung. Klack, Befehl 40. Wunderbar. Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde beachten. Und dann vorziehen bis zum nächsten Signal.
Stellwerk. Wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Wie gesagt, es geht hier gleich in die Baustelle. 110 dann später. Das können wir auch entsprechend schon mal einstellen hier in der AFB. Fällt mir gerade auf. Und dann, ja, halt erwarten wieder. Ja, ganz typisch irgendwie. PZB, Wachsamkeit. Wow! Wow! Sand, 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 Sand. Anhalten, bitte, anhalten. Wow! Was zum Teufel sucht die Haltscheibe hier? Nicht Haltscheibe. Oh. Das Schutzsignal. Meine Güte. Wow, das ist wie wenn man einem Autounfall ganz beinahe entgeht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier gewollt ist. Aber das. Klar, wir waren als Fahrtaufsicht irgendwo unterwegs. Hier wurde auch Halt angezeigt. Ah, da können die ja ein Schutzsignal in den Weg stellen. Ich meine, gut, Halt erwarten ist angezeigt, aber der Bremsweg ist ein bisschen kürzer als geplant. Ja, und das Halt vor Rangierfahrten gilt eigentlich auch nicht für uns. Ich würde jetzt gerne wissen, ob das vom Szenario tatsächlich so geplant ist. Das müsste man ja eigentlich im Head-Up-Display sehen. Osnabrück, Hauptbahnhof. Nee, da steht nicht mal eine Ankunftszeit drin. Dann mutmaße ich jetzt mal, dass das eventuell sogar so geplant war, weil das Szenario hatte auch den höchsten Schwierigkeitsgrad, der im Train Simulator vergeben werden konnte. Da gehe ich mal stark davon aus, dass es tatsächlich so geplant war. Ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich werde auch nochmal beim Szenarioersteller nachfragen. Aber das ist krass. Also das war jetzt mal eine aufregende Fahrt. Mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Weil du fährst einfach ganz normal. Klar, Fahrt auf Sicht ist immer irgendwo eine Wundertüte. Aber diesmal war was Schreckliches drin. Dieses Mal war es wirklich so. Okay, gut. Hat geklappt. Ja. An der Stelle das Ende dieser aufregenden Fahrt. Wenn es auch sich in letzter Minute extrem gewendet hat, das Blatt. Ich bedanke mich ganz toll für deine Aufmerksamkeit. Und wenn dir die Fahrt gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben für dieses wunderschöne Video. Und kommentiere auch ruhig mal. Ich würde mich sehr darüber freuen, mal mit dir unter dem Video kurz zu interagieren. Und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, dann kannst du das natürlich jetzt auch tun. Wenn du sogar der Meinung bist, ich finde die Videos alle so geil und ich möchte das Ganze unterstützen, dann findest du unter dem Video die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Dabei kannst du mich unterstützen, wenn du möchtest, und erhältst dafür sogar noch sämtliche Vorteile. Unter anderem kannst du dem Discord-Server beitreten und unabhängig davon, ob du den Kanal unterstützen möchtest am Ende oder nicht, dann bedanke ich mich auf jeden Fall trotzdem bei dir und sage allseits gute Fahrt, kommt sicher am Ziel an. Und die Betonung liegt heute wirklich auf sicher am Ziel an und überhaupt ankommen. Ja, in dem Sinne, das war's für heute. Dein Thinking Flanio, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Mach's gut.